Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den künstlichen Weihnachtsbaumtest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen künstlichen Weihnachtsbaumtest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Hillelit Weihnachtsbaum. Der künstliche Hillelit Weihnachtsbaum besteht aus Metall und Kunststoff und kann dank eines HIP44 zertifizierten Netzteils auch im Freien verwendet werden. Der LED-Baum misst etwa 220 cm in der Höhe und 84 cm im Umfang. Zum Aufstellen wird er in einem Metallständer befestigt, der einen sicheren Stand bieten soll. Die warmweißen LEDs des Weihnachtsbaums haben eine Farbtemperatur von 2300 bis 2500 Kelvin. Die Farbtemperatur gibt Auskunft über die verschiedenen Farbtöne, genauer gesagt über den Eindruck des Lichts. Umzug auf Nummer 4 haben wir die BB Sport Luxus Christbaum. Der BB Sport Luxus Weihnachtsbaum ist ein künstlicher Weihnachtsbaum, der dank des Spritzgussverfahrens, mit dem die Zweige hergestellt werden, wie ein echter Weihnachtsbaum aussehen soll. Die Seitenzweige des Tannenbaums sind nach Angaben des Herstellers stabil und sollen eine geschmackvolle Dekoration des Baums ermöglichen. Die Nadeln aus Polyethylen und PVC sind leicht gebogen und asymmetrisch und bilden buschige und formschöne Äste. Auf Platz 3 haben wir die Salka Weihnachtsbaum künstlich. Der künstliche Weihnachtsbaum Salka 900918 hat laut Hersteller ein großes Volumen, da sich einzelne Äste mit langen und kurzen Zweigen abwechseln. Dies verleiht dem grünen Tannenbaum Volumen und Natürlichkeit. Er besteht aus schwer entflammbarem Polyvinylchlorid PVC und hat eine Höhe von 180 cm. Sie hat einen Durchmesser von 98 cm und 15 bis 20 cm lange Astspitzen. Salka behauptet, dass das Aufstellen eines künstlichen Weihnachtsbaums einfach ist. Deshalb verfügt er über ein System zum Zusammen- und Auseinanderklappen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Ferritris Weihnachtsbaum. Der künstliche Weihnachtsbaum von Ferritris ist 180 cm hoch. Der Käufer erhält neben dem Baum auch einen Ständer, ein Schraubenset für die Montage und selbstklebende Filzpads zum Schutz des Bodens. Außerdem legt der Hersteller ein paar Handschuhe bei, mit denen man die einzelnen Äste des Baumes aufrichten kann, ohne sich an den Nadeln zu stoßen. Die präzise Nachbildung einer Nordmontane wird von Ferritris hervorgehoben. Die Nadeln sollen fest und robust sein, aber auch einfach zu schmücken. Der Weihnachtsbaum kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Estret 1418B Spritzguss. Der Estret HXT 1418 ist ein 150 cm hoher grüner Weihnachtsbaum aus Kunststoff. 106 cm ist der untere Durchmesser. Der künstliche Weihnachtsbaum von Estret wird mit einem Ständer geliefert. Dieser ist aus Metall. Der künstliche Baum lässt sich dank eines Klapp- oder Schirmmechanismus einfach zusammenbauen. Er enthält außerdem 2375 Spitzen und ist laut Hersteller aus schwer entflammbarem Material gefertigt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.